Lieber Kurs, Adler können mit ihren sprichwörtlichen Adleraugen aus über 3 Kilometern Flughöhe heraus eine Maus auf dem Boden erkennen. Viele Haiarten können aus einer Entfernung von mehr als 1 Kilometer heraus das Magnetfeld einer Batterie orten. Und viele fernsehende Menschen sind in der Lage, wahnsinnig schwere Quizfragen zu beantworten. All das sind Leistungen komplexer Nervensysteme und der Neuronen, aus denen sie bestehen. Die Grundlage, nach der die Arbeit der Nervensysteme läuft, ist dabei der sogenannte Austausch von Informationen zwischen verschiedenen Elementen des jeweiligen Organismus mit dem Ziel, die Lebensprozesse zu steuern und die äußere Existenz zu sichern. Bedeutet im übertragenen Sinne, ohne ein funktionierendes Nervensystem können wir unsere äußere Existenz nicht mehr sichern und müssen sterben. Die Arbeit der Nervensysteme läuft nach folgendem Prinzip ab. Da gibt es zunächst den sogenannten sensorischen Eingang. Den können wir bezeichnen als Input. Und der läuft über sensorische Rezeptorzellen, also über die Zellen, die als Sensoren arbeiten können und Informationen aus der Umwelt sammeln, sowohl außerhalb als auch innerhalb des Körpers. Wenn wir also eine Schallwelle wahrnehmen, wir hören etwas, wir nehmen eine elektromagnetische Welle wahr, wir sehen etwas, oder uns wird vom Inneren des Körpers heraus gemeldet, dass in unseren inneren Organsystemen irgendwas nicht stimmt, also auch Informationen innerhalb des Körpers werden registriert, dann haben wir jeweils einen Input und einen sensorischen Eingang. Der nächste Arbeitsschritt, nachdem die Informationen aus der Außenwelt Eingang in unser neuronales System gefunden haben, ist die Verarbeitung der Informationen, die auch bezeichnet wird als Integration. Die findet im zentralen Nervensystem statt, später nur noch abgekürzt als ZNS, und die Verarbeitung der Informationen sieht so aus, dass der Informationseingang, also das Eingangssignal, wird interpretiert und mit geeigneten Antworten des Körpers in Verbindung gebracht. Das heißt, wir nehmen eine elektromagnetische Welle wahr, einen Ball, der auf uns zufliegt, und die geeignete Antwort des Körpers wäre dann zum Beispiel, die Hände zu erheben, um unser Gesicht vor dem Ball zu schützen. Beim letzten Schritt der biologischen Informationsverarbeitung geht es jetzt um den gerade schon angeschnittenen motorischen Ausgang. Das nennt sich auch Output. Und das ist der Schritt, der so zu beschreiben ist, dass es um die Übertragung der Signale aus dem zentralen Nervensystem auf die Effektorzellen geht. Und darauf folgt dann eine Reaktion des jeweiligen Organismus. Hier nochmal in einer grafischen Übersicht, so wie ihr sie in vielen Lehrbüchern findet. Wir haben also zunächst von einer Sinneszelle her einen sensorischen Eingang. Dann kommt es zur Verarbeitung, zur Integration der entsprechenden Signale im zentralen Nervensystem. Und anschließend dann den motorischen Ausgang über das periphere Nervensystem, werde ich gleich noch erklären, was das bedeutet. Und es führt dann zu einem Effektor, dem Organ oder dem Gewebe, was dann eine Reaktion vollführt auf das eingangs eingegangene Signal hin. Prinzipiell haben wir es zu tun mit einem Dreierschritt aus der Eingabe des jeweiligen Reizes oder der Signale, der Verarbeitung dieser Signale und der entsprechenden Ausgabe
also einer Reaktion des Organismus auf die eingegebene Information nach deren Verarbeitung und Interpretation. Jetzt ein Tipp, wie ihr euch die Abfolge dieser drei Schritte besser merken könnt. Wir haben hier E wie Eingabe, V wie Verarbeitung und A wie Ausgabe. Und deswegen spricht man bei diesem Prinzip auch ganz allgemein vom EFA-Prinzip. Das waren jetzt viele Begriffe zu eurer Übersicht. Noch einmal ein paar knappe Definitionen jeweils. Zu den Begriffen Nervenzellen und Neuronen. Das sind Zellen, die darauf spezialisiert sind, Informationen zu empfangen, zu kodieren und an andere Nervenzellen zu senden. Dann haben wir den Begriff Nervensystem. Nervensysteme bestehen aus Neuronen und aus Stützzellen, sogenannten Gliazellen. Kommen wir im späteren Verlauf dieses Videos noch dazu, was Gliazellen sind und welche Aufgabe sie haben. Dann haben wir die Rezeptorzellen, synonym gleichbedeutend auch als Sinneszellen bezeichnet. Das sind Zellen, die als Hauptaufgabe Informationen empfangen und sie sind in der Lage, diese Informationen aus der Außenwelt in elektrische Signale umzuwandeln. Sie können also eine Signaltransduktion verführen. Transducere lateinisch hinüberführen. Das Signal wird hinübergeführt von zum Beispiel einem optischen, akustischen oder geschmacklichen Reiz in ein elektrisches Signal und damit in die Sprache, die das Nervensystem spricht und als einzige versteht. Dann haben wir den Begriff der Effektorzellen. Das sind Zellen, die Signale empfangen und eine physiologische Reaktion bewirken. Zum Beispiel Muskelzellen kontrahieren oder entspannen sich auf ein bestimmtes Signal hin. Sie haben also einen Effekt, den sie bewirken und deswegen haben sie den Namen Effektorzellen. Von den Begrifflichkeiten jetzt zu konkreten Beispielen von Nervensystemen, so wie wir sie im Tierreich finden. Achtung, Tierreich! Deswegen, weil es im Pflanzen- und Pilzreich keine Nervenzellen und auch keine Nervensysteme gibt. Das heißt, nur im Tierreich finden wir Nervensysteme. Achtung, eine kleine Geheiminfo für versierte Biologen. Pilze sind keine Pflanzen. Fast alle Leute denken, ein Pilz steht stumm im Wald, bewegt sich nicht, also muss das eine Pflanze sein. Aber Pilze haben eine komplett anders gebaute Zellwand. Generell eine ganz anders gebaute Zelle, die auch andere Dinge tut als die Pflanzenzelle. Zum Beispiel können Pilze keine Photosynthese betreiben, fressen also heterotroph, also müssen das fressen, was Pflanzen produziert haben. Deswegen wachsen sie auch auf verrottendem Material und sorgen vor allen Dingen für dessen Verrottung. Das heißt, Pilze sind keine Pflanzen, wichtige Information am Rande. Beide verfügen, wie auch die Einzeller, die Bakterien, auch nicht über ein Nervensystem. Starten wir unseren Ausflug in die Nervensysteme des Tierreichs mit den wahrscheinlich am einfachsten gebauten Tiere, die es auf unserem Planeten gibt, nämlich mit den sogenannten Nesseltieren oder auch Cnidarier. Dazu zählen zum Beispiel die Quallen und auch die Seeanemonen. Die Seeanemonen und Quallen, die Cnidarier oder Nesseltiere, haben ein sehr einfach gebautes Neuronennetz. Hier sieht man die gelb gezeigten strangartigen Verbindungen zwischen den Tentakeln.
Das sind jeweils die Neuronen, die zu einem einfachen Netz miteinander verbunden sind. In diesem Netz gibt es kaum Verrechnungsleistung. Das heißt, es werden Signale zwar empfangen und weitergegeben, aber es werden diese Signale kaum verrechnet, also kaum interpretiert und auf ihre Qualität hin von den Nesseltieren untersucht. Deswegen ist es so, dass bei den Nesseltieren so ist, dass die Sinneszellen, die Rezeptoren, direkt mit den Erfolgszellen, mit den Effektoren verbunden sind. Das heißt, hier oben wird zum Beispiel ein Druckreiz wahrgenommen und die Information, dass ein Druckreiz wahrgenommen wurde, wird direkt an die Zellen weitergeleitet, die dann dafür sorgen, dass sich die Tentakeln zusammenziehen. Deswegen haben Nesseltiere auch ein ziemlich eingeschränktes Verhaltensrepertoire, wie man sagt. Die können im Prinzip nur direkt reagieren auf Reize und mit immer der gleichen Reaktion antworten, können also nicht nachdenken, weil sie eben kein neuronales Netz haben, ob diese Reaktion klug ist oder nicht, weil sie einfach keine Neuronen haben, die komplex verschaltet sind. Das Einzige, was sie mit ihrem neuronalen Netzwerk, wenn sie denn Augen hätten, leisten könnten, wäre sehr wahrscheinlich Quizfragen beantworten. Etwas komplexer als bei den Nesseltieren sieht das neuronale System schon bei den Ringelwürmern oder Anneliden aus. Kennt ihr alle? Ein berühmter Ringelwurm ist zum Beispiel der Regenwurm. Und der Unterschied zu den sessilen, also sitzend lebenden Nesseltieren ist es so, dass sich die Ringelwürmer schon gezielter durch ihren Lebensraum bewegen müssen. Und deswegen sind sie von der Evolution her natürlich dazu verdonnert worden, mehr Informationen verarbeiten zu müssen über Umweltreize. Und deswegen brauchen sie auch ein komplexeres Nervensystem. Wenn ich übrigens manchmal neuronales System und Nervensystem sage, dann meint das jedes Mal das Gleiche. Ringelwürmer besitzen sogenannte Ganglien. Das sind Ansammlungen von Neuronen, die ihr hier auch in der Abbildung erkennen könnt. Und das Wort Ganglion kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Geschwulst oder Knoten. Diese Ganglien können im ganzen Körper verteilt liegen und manchmal ist es aber so, dass ein Ganglienpaar größer als die anderen ist und in einem kopfartigen Körperabschnitt gelegen ist. Diese Systeme finden wir zum Beispiel bei den Kopffüßern, wie bei diesem Kalmar, den ihr vielleicht auch als Tintenfisch kennt, der aber natürlich kein Fisch ist, sondern ein Kopffüßer, der mit den Schnecken näher verwandt ist als mit den Fischen und natürlich ein wirbelloses Tier ist. Bei den Kalmaren finden wir, wie gesagt, ein vergrößertes Ganglienpaar im kopfartigen Körperabschnitt und dann heißt das entsprechende Paar Cerebralganglion. Darin steckt das lateinische Wort Cerebrum, was auf Deutsch so viel heißt wie Gehirn. Ganglion heißt also Geschwulstknoten, Cerebrum heißt Gehirn und demnach verfügen Kalmare über ein Knotengehirn bzw. über einen Gehirn. Knoten, was diese Struktur ist, in der sich viele Ganglienpaare nebeneinander befinden. Zerebralganglien finden wir aber nicht nur bei den Kopffüßern, auch bei anderen wirbellosen Tieren, die etwas komplexere Aufgaben bewältigen müssen, finden wir das, wie zum Beispiel bei den Insekten, wie dieser Taufliege, oder auch bei Krebstieren oder Spinnentieren. Alle diese Tierstämme verfügen über ein Zerebralganglion, was
höhere Leistungen ermöglicht. Jetzt geht unser Blick von den wirbellosen Tieren hin zu der Gruppe von Tieren, die uns am besten vertraut sind, da wir selber zu dieser Gruppe gehören, nämlich zu den Wirbeltieren, die über das höchst entwickelte neuronale System verfügen. Gucken wir uns das an, wie das beispielsweise beim Menschen strukturiert ist, aber wie gesagt auch bei allen anderen, bei Hund, Katze, Forelle, Amsel oder auch Maulwurf. Bei allen diesen Wirbeltieren ist es so, dass wir ein sogenanntes ZNS besitzen. Ein zentrales Nervensystem. ZNS, das ist die Hauptansammlung der Nervenzellen im Gehirn und dem Rückenmark. Das kennt ihr natürlich aus eurem anatomischen Allgemeinwissen. Hier das zentrale Nervensystem, die Neuronen hier im Gehirn hauptsächlich vorliegend und im Rückenmark. Zentrales Nervensystem, ZNS. Jetzt gibt es aber auch noch hier diese Verbünde von Neuronen, die nicht zum ZNS gehören, und die werden zusammengenommen bezeichnet als PNS, und das steht für das periphere Nervensystem. Die liegen also nicht zentral, sondern liegen in der Peripherie des Körpers und deswegen die Bezeichnung peripheres Nervensystem. Wer das jetzt nachschlagen muss, Peripherie heißt Rand, Randbereich des Körpers in dem Fall. Und die Neuronen des peripheren Nervensystems sind in ihrer Gesamtheit die Neuronen, die die Informationen von den Rezeptorzellen, das heißt von den Tastsinneszellen oder von den Lichtsinneszellen im Auge, auf das ZNS bzw. vom ZNS auf die Effektorzellen übertragen. Das heißt, sie übertragen die Informationen von den Tastzellen eurer Fingerkuppen ins Gehirn. Das Gehirn entscheidet dann, ob diese Information gut oder schlecht ist. Und wenn diese Information ist, dass ihr gerade auf eine heiße Herdplatte packt, wird dann von den Zellen des peripheren Nervensystems der Befehl weitergeleitet, das Signal weitergeleitet, bitte sofort die Hand zurückziehen, und dann geht es eben auf die Effektorzellen eurer Armmuskulatur, dass ihr sofort die Hand von der Herdplatte nehmt. Wir gehen ja übrigens immer ganz selbstverständlich davon aus, dass die Gehirne oder auch die Hauptsinnesorgane eines Tieres immer vorne liegen im Körperbau des Tieres. Warum ist das eigentlich so? Das sehen wir hier bei diesem fiktiven Tier, was jetzt einfach ganz allgemein für verschiedene Tierstämme und Tierarten stehen könnte. Und wir sehen hier, das Grünliche ist der Darm und darüber ist jetzt die kleine Nervenachse und hier vorne seht ihr dann die jeweiligen Ganglien und die Sinnesorgane, den Mund, die Geschmacksnerven, der Tastsinn oder auch der sogenannte Fernsinn, das Auge. Fernsinn deswegen, weil damit Signale wahrgenommen werden können, die sehr weit weg sind und sich damit dem Tastsinn natürlich noch nicht erschließen. Natürlich macht es Sinn, dass das Tier die Sinnesorgane und das Organ, was die Reize verarbeiten soll, das Zerebralganglion oder das Gehirn bei höher entwickelten Tieren, da liegen hat, wo auch die Signale eintreten und wo der Erstkontakt stattfindet. Das heißt, das Tier bewegt sich in diese Richtung und deswegen müssen natürlich auch die verarbeiteten Sinnesorgane, die Sensoren, da liegen, wo das Tier den ersten Kontakt zu der Umgebung hat, die durch die Sinnesorgane analysiert werden soll. Von der globalen Betrachtung der Nervensysteme komme ich jetzt zu den Nervenzellen als solche.
die werden wir nur als Neuronen bezeichnen. Kürzeres Wort und gleichzeitig auch das internationale Wort. Festzuhalten ist, dass Neuronen die kleinsten Einheiten des Nervensystems sind. Und interessant ist, dass Neuronen in so verschiedenen Organismen wie Mücken und Menschen auf prinzipiell die gleiche Art und Weise funktionieren. Das heißt, die Nervenzellen, die Neuronen, bei Mücken, bei Menschen, bei Kalmaren oder auch bei Elefanten funktionieren auf die gleiche Art und Weise. Und das zeigt, dass Neuronen nie verändert wurden, seitdem sie evolutiv entstanden sind. Und das zeigt, dass Neuronen ein Erfolgsmodell der Evolution sind. Jetzt habe ich schon öfter den Begriff Nervenzelle oder Neuron verwendet. Gucken wir uns jetzt an, wie diese Zellen überhaupt gebaut sind. Und wir kümmern uns um die Anatomie des Neurons. Da haben wir zunächst das Soma, den Zellkörper. Soma ist griechisch und heißt so viel wie Körper. Und der Zellkörper, das Soma, hat einen Durchmesser von 0,05 bis 0,1 mm. Und enthält den Zellkern und fast alle Organellen des Neurons, vor allen Dingen Mitochondrien. Die sind sehr wichtig für die Energiegewinnung des Neurons. Die nächste Struktur sind die sogenannten Dendriten. Diese baumartigen Auswüchse des Somas sind nicht zufällig so genannt worden, sondern abgeleitet vom griechischen Wort Dendron für Baum. Und sie haben die Funktion, Informationen von anderen Neuronen an das Soma weiterzuleiten. Dann der Axonhügel. Diese verbreiterte Struktur des Somas spielt eine wichtige Rolle bei der Generierung von neuronalen Signalen, den sogenannten Aktionspotenzialen. Das Axon selbst ist diese lange Region der Zelle, die ihr hier seht. Und Axon, abgeleitet vom griechischen Wort Axon für Achse. Axone leiten Informationen vom Zellkörper fort. Sie sind also im weitesten Sinne die Telefonleitungen des Nervensystems. Die längsten Axone, vom Rückenmark bis zu den Zehen reichend, können über einen Meter lang sein. Die größte Zelle im Körper überhaupt ist der sogenannte Ischiasnerv, der genau diese Größe von über einem Meter tatsächlich erreicht. Das synaptische Endknöpfchen am Ende des Axons gelegen ist eine Verbreiterung des Axons oder auch eine Anschwellung am Ende des Axons und diese liegt dicht an der Membran der benachbarten Zelle, die ihr hier seht, und mit ihr zusammen bildet sie die sogenannte Synapse. Eine ganz wichtige Struktur im Bereich der Nervenzellen, die wir uns noch in späteren Einheiten ansehen werden. Die Schwanchenzellen, das sind einzelne eigenständige Zellen, die um das Axon herum gewickelt vorliegen und das Axon elektrisch isolieren und dabei auch gleichzeitig die Signalleitungsgeschwindigkeit innerhalb des Axons erhöhen. Zusammengenommen bilden alle Schwanchenzellen die sogenannte Myelinscheide, deswegen so genannt, weil der Hauptbestandteil der Membranen der Schwanchenzellen Myelin ist. Unterbrochen wird die Myelinscheide durch die sogenannten Ranvierschen Schnierringe. Das sind die Stellen zwischen den einzelnen Schwanchenzellen, wo die Myelinscheide unterbrochen ist. Und die spielen eine gewichtige Rolle bei der Weiterleitung von Aktionspotenzialen. Hier nochmal alle wichtigen Bauteile oder Bauelemente des Neurons im Überblick. Da haben wir das Soma, die Dendriten, den Axonhügel, das Axon, die synaptischen Endknöpfchen, dann die Schwannschen Zellen, die zusammengenommen die Myelinscheide bilden und die Freiräume zwischen den Schwannschen Zellen, die sogenannten Ranvierschen Schnürringe.
soweit die Anatomie des Neurons im Modell. In Lehrbüchern seht ihr aber natürlich keine Knetgummi-Modelle von Neuronen, sondern solche Abbildungen, inhaltlich aber identisch. Auch hier seht ihr das Soma, die Dendriten, den Axonhügel, das Axon mit dem synaptischen Endknöpfchen am Ende hier verzweigt. Das ist relativ häufig in der Natur vorzufinden. Und ihr seht die Zellen, die das Axon isolieren, die Schwanzenzellen, unterbrochen durch die Ranvierschen Schnürringe. Noch ein Nachtrag zur Funktionsweise des Neurons. Ihr seht hier beim Dendriten ein eingeblendetes Mikrofon. Das soll versinnbildlichen, hier werden Informationen aufgenommen und wandern in das System hinein. Und hier am Ende des Axons, da seht ihr einen Lautsprecher. Das bedeutet, hier werden Informationen abgegeben und Informationen an andere nachgeschaltete Zellen weitergeleitet. Neben den Neuronen gibt es aber in den Nervensystemen des Tierreichs noch einen zweiten wichtigen Zelltyp. Das sind die sogenannten Gliazellen. Beim Menschen ist es zum Beispiel so, dass es 40 mal mehr Gliazellen gibt, als es Neuronen gibt. Ihr seht, ein wichtiger Zelltyp, dessen Name abgeleitet ist von Glia, was griechisch ist und so viel bedeutet wie Klebstoff oder Leim. Aber sie können noch sehr viel mehr, als dass sie nur die Neuronen irgendwie zusammenkleben und als Leim zusammenhalten. Gliazellen bilden nämlich zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, bei der Entwicklung des Embryos bilden sie Bahnen, entlang denen Neuronen auswachsen können. Sie bahnen also in gewisser Weise den Neuronen den Weg hin zu den Strukturen und zu den Gefäßen, neben denen sie anschließend im Embryo liegen sollen. Ein Blick auf die wichtigsten Gruppen von Gliazellen. Da haben wir zum einen die sogenannten Astrozyten, lateinisch der Stern, deswegen ja auch Astronaut. Und wenn ihr euch jetzt die Form dieser Gliazellen ansieht, seht ihr auch, warum der Name Astrozyt so gewählt wurde, weil die wirklich ein sternenförmiges Äußeres zeigen. Das sind sehr große Gliazellen, die vor allen Dingen im zentralen Nervensystem, also im Gehirn und im Rückenmark vorkommen. Und sie haben die wichtige Aufgabe, die Neuronen mit Nährstoffen zu versorgen. Unser Gehirn frisst zum Beispiel ausschließlich Glucose, ist sehr wählerisch. Und die Astrozyten sorgen dafür, dass in unserem Gehirn die Neuronen immer ausreichend viel Glucose bekommen. Eine andere Gruppe von Gliazellen sind die sogenannten Oligodendrozyten. Oligos, griechisch für wenig, und Dendros, griechisch für Baum. Das heißt, das sind die wörtlich übersetzt wenig Baumzellen, Dendrozyten. Hier seht ihr am Bau wieder, dass das zutrifft. Die sind weniger baumartig verzweigt, als es zum Beispiel die Astrozyten sind. Aber auch sie leisten einen wertvollen Beitrag zum funktionierenden Nervensystem. Sie kommen hauptsächlich in der sogenannten weißen Substanz vor, also im Rückenmark und im Gehirn, also im zentralen Nervensystem. Und sie produzieren vor allen Dingen Stoffe, die das axonale Wachstum hemmen, die also verhindern, dass Axone sich unbegrenzt lang ausdehnen. Und das ist eine wichtige Funktion bei der Verhinderung von unkontrolliertem neuronalem Axonwachstum. Der dritte Typ von Gliazellen, deren Erwähnung hier notwendig ist, das ist der Typ der Schwannzellen. Hier
seht ihr, wie sie gebaut sind. Hier seht ihr ein Axon und dort, was hier um dieses Axon herum gewickelt vorliegt, das sind die Schwannzellen. Diese Zellen kommen nur im peripheren Nervensystem von Wirbeltieren vor. Im Rückenmark und im Gehirn haben wir keine Schwannzellen und wirbellose Tiere haben sie gar nicht. Wie gerade schon gesagt, isolieren Schwannzellen die Axone, indem sie diese in mehreren Schichten umwachsen, wickeln sich also während dem Zellwachstum um die Axone herum und sorgen für deren Isolation. Das machen sie deswegen so gut, weil die Membranen von Schwannzellen aus schlecht leitenden Lipiden bestehen, vor allen Dingen aus Myelin. Und deswegen wird die Schwannzelle bzw. die Schwannzellen, die in ihrer Gesamtheit dann die Axone umwachsen, werden deswegen auch Myelinscheide genannt, aufgrund von Myelin als Hauptisolator in der Zellmembran. Sinn und Zweck der Schwannzellen ist folgender. Sie erhöhen die Signalleitungsgeschwindigkeit in den Axonen und verringern den Energieaufwand. Werden wir später noch sehen, bei der Weiterleitung von Aktionspotenzial ist es zum Beispiel so, dass die Zellen, deren Axone durch Schwannzellen isoliert sind, sehr viel schneller die Signale weitergeben können und auch sehr viel weniger Energie in Form von ATP dafür benötigen. Der Name Schwannzelle, habt ihr schon gesehen, leitet sich jetzt nicht von dem griechischen Wort Schwann ab, sondern von einer Person, in dem Fall von der Person Theodor Schwann. Ein Pionier der Zellbiologie, hat übrigens mit Matthias Schleiden überhaupt erst die moderne Zelltheorie vorangetrieben und in die wissenschaftlichen Kreise eingebracht. Und Theodor Schwann hat diese Zellen entdeckt, deren Funktionsweise definiert und sie deswegen nach sich selbst benannt. Das Besondere bei Theodor Schwann im Übrigen ist, dass er an der besten Schule, die Köln damals und heute zu bieten hat, Abitur gemacht hat. Er war nämlich Schüler an dieser Schule und hat dort 1828 Abitur gemacht. Soweit der Überblick, wie unser Körper mit sensorischem Eingang der Verarbeitung der Information und dem entsprechenden motorischen Ausgang umgeht. Dem Zusammenspiel von Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe.